Würde soweit passen. Hervorragend. So, nicht so laut. Nein. Gut. Hallo. Ocarina of Time. Randomizer Glitches. Seit letztem Mal, was jetzt, glaube ich, vor 5 Tagen war, hat sich ein bisschen was getan. Und das müsste ich da mal kurz hier zeigen. Und dann ein bisschen darüber schwadronieren. Ich lade mal hier kurz was. Oh, ich bin so ein Bube. Jetzt sollte erstmal mit dir hier. Moment. Nope. Nicht, dass ich irgendwas versaut habe. So. Oh Gott. Nein, zu tief. Okay, das hat gerade nicht geklappt. Wie man eventuell sieht, ich kann es viel besser steuern. Jetzt gerade fühlt sich das noch gerade ein bisschen seltsam an. Ich glaube, wir nehmen Safe selber. Aber ja. Oh mein Gott, ich sehe das Problem. Oh, what? Oh, das ist ja richtig scheiße. Moment, wieso? Oh, nein! Oh, das ist nicht dein Ernst. Okay, das hat dann nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Oh, ist das doch alles belastend. Okay, gut, Das saugt, aber hey, dann kann ich nicht wirklich was ändern. Wenn ich das so mache. Nein. Das ist alles belastend. Na gut, dann muss ich damit arbeiten. Oh, das saugt doch. Okay, die Idee war eigentlich, dass ich halt genau halt sehr viel präziser halt einstellen konnte, wie ich gerne die Sensitivität hätte. Weil das Problem ist halt, oder der Umstand ist halt eher der, dass bei so ziemlich allen Konsolenspielen wird halt mit den Analog-Reichweiten halt von 0 bis 128 und dann halt bis 256 gearbeitet. Außer beim N64, da sind nämlich nur 7 Byte, deswegen geht das halt nur bis, 180 oder so hoch. Und das heißt, die ganzen Ranges sind vollkommen anders ausgelegt. Und das heißt im Endeffekt, dass du einen sehr viel krasseren Sprung hast von den Werten. Weil es ist nicht so, dass du quasi nur bis 180 gehst und die restlichen 76 sind nicht mehr da, sondern 180 ist quasi so effektiv wie 256. Das heißt, wenn ich quasi 10 zur Seite gehe, dann sind das halt entsprechend mehr beim N64. Was halt dafür sorgt, dass du extrem, extrem klein zur Seite drücken musst. Damit du diese entsprechenden Reichweiten hier hast. Das macht sich so beim Spiel natürlich sehr scheiße, wenn du so hin und her ziehen musst. Gerade bei diesen ganzen Spielen. Und wenn du dann halt noch halten musst, weil oben und unten fixiert wieder zur Mitte. Also, außer beim Schießen. Und da war die Lösung, okay, ich teste halt so lange, bis ich eine Sensitivität habe, die, wenn ich halt generell so umdrehe, halt ich das ganz gut steuern kann. Aber wenn ich halt voll ausschlage, dann ist es halt schnell genug, um zum Beispiel mit den roten Rubinen mitzuhalten. Das Problem ist, Sensitivität für First Person an sich zu Bewegung ist ganz anders, weil Link halt gewisse Schwerenwerte hat, wo er dann von quasi diesem Drehen auf der Stelle, das was wir halt hier so haben, halt so ganz sachtes Laufen geht. Das kannst du halt extrem sachte machen. Aber das müssen wir jetzt erwischen, dann kannst du halt immer schneller und irgendwann gehst du halt dann in diesen Powerwalk. Das geht ja mal weiter, bis du halt irgendwann
halt das Gerede hast. Deswegen halt die, wenn du Sensitivität runterdrückst, dann ist quasi, dann werden die halt Werte entsprechend um x% reduziert. Das heißt, bei 180 hast du dann halt statt 180 Ausschlag hast du 72 effektiv. Also was war für First Person ganz cool. Aber ja, nicht während du dich bewegen willst. Also ist meine eigentliche Idee leider gefloppt. Weil den Wert, den ich haben wollte, um halt das für meinen Controller ganz angenehm zu simulieren, ist halt 33. Und das kannst du mit dem Emulator nicht so einstellen, weil dort die kleinsten Sprünge an Sensitivität 10% sind. Das heißt, ich könnte nicht mal 35 nehmen, um da halt wenigstens etwas angenehmer zu haben, weil der Sprung von 30 zu 40, also gerade im First Person, ist massiv. Das heißt, da kann ich einfach kurz, also ich kann natürlich kurz umstöpseln, aber das wird First Person nur leidlich besser machen, weil halt bei 30 ist halt der Bogen zu langsam und bei 40, da schlägt es halt quasi schon wieder so fast maximal aus oder halt viel zu stark, besser gesagt. Oder kurzum ist einfach alles echt scheiße. Und ich wäre immer verleitet dazu, den PC-Port zu spielen. Aber der ist mit Archipelago noch nicht kompatibel. Deswegen tue ich das noch nicht. Deswegen benutze ich auch nicht den anderen Ocarina of Time oder Randomizer, der noch ganz viele Zusatzfeatures hat, wie zum Beispiel die Custom-Musik. Das hier mache ich auch nur gerade über eine Playlist. Deswegen würde es keine anderen Sounds unterbrechen, wenn ich solch ein Item finde. Also es spielt beides. Weil das hier die Version ist, die ich auch bei Archipelago nutzen würde, wenn ich das immer wieder mit Maso und Steven zocke. Und da will ich halt das hier technisch natürlich gewohnt sein, bringt denn jetzt auf einer anderen Version zu üben. Wenn es dann bei einer entsprechenden Version ich dann auf einmal hier stehe ohne den ganzen Klimbim. Aber es wird daran gearbeitet, dass der PC-Port halt integriert wird. Oder halt auch eine Cross-World, Multi-World funktionabel ist. Da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin muss man sich hiermit begnügen. Gut, ansonsten habe ich noch herausgefunden, warum der Check of Time mir so ein paar Checks angezeigt hatte, die ich nicht ganz sinnvoll fand. Der übernimmt zwar die meisten Einstellungen, erkennt vom Seed, aber scheinbar nicht alle. Also jedenfalls nicht automatisch. Und halt, dass die Beanbags reingeschuffelt sind in den Itempool, das hat er scheinbar nicht erkannt. Der einzige Check, der immer noch weit entfernt ist, ist der in der Windmühle, weil das kannst du halt mit dem kleinen Link und dem Boomerang holen. Ich weiß nicht warum, weil Glitch ist jetzt eigentlich für mich raus, dass es quasi so quasi Vanilla spielst, ohne irgendwelche komischen Tricks und hast nicht gesehen. Aber das fällt scheinbar unter die Kategorie, die auch absolut Vanilla Glitches A-OK ist, in allen Belangen. Gut. Dann machen wir jetzt den Dungeon weiter. Das war jetzt viel zu lange, aber naja, ich wurde geplot-twistet, wie man so schön sagt. Wir müssen jetzt anfangen mit Dungeon-Dipping. Die Sache ist, dass es durchaus sein kann, dass wir einfach nur von Dungeon zu Dungeon gehen, ohne die abzuschließen, weil das Ziel sind ja hier Triforce Pieces und nicht halt Dungeons abzuschließen. Ich bin mir noch unschlüssig, welche Einstellungen ich dann übernehmen würde, für wenn wir dann Archipelago spielen. Oh, Erfahrung. Oh Gott, mein Gesicht ist ja mal wieder hier wunderschön. Wieso sieht meine Grafik so komisch aus? Moment. Ah, ich weiß warum. Moment. Ja. Weil ich spiele ja nebenher noch was anderes auf dem Emulator und da muss ich dann das Plugin schlechter stellen. Weil es ansonsten abstürzt. Weil gut getestet und was ist Dokumentation und sonstiges. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Ich wünschte, ich könnte die Sense runterdrehen. Oder es hätte einen Unterschied zwischen Nicht-Fokus und Fokus, aber hey. Ist einfach zu viel. Ich war auch schon gewillt, mir halt einen N64-Controller zu holen für den PC, um das angenehmer spielen zu können. Aber bei den ganzen halt Controllern, die auf für Emulator ausgelegt sind, war das jetzt nicht so wirklich ersichtlich, ob
die wirklich so gut sind. Hier ist doch das mit der Ocarina, oder? Oh nein, hier ist der Scheiß. Bottom Well. Ich weiß noch nicht, wie viele Schlüssel für was gebraucht werden, von daher. Ich mach mal mit der Rauschgrenze, aber ich mag sowas lieber mal selber kennenlernen. Ich hab Dienstfeuer. Nein, habe ich nicht, außerdem habe ich auch keine Magieleiste. Ja gut. Ich habe auch keine Schleuder. Einfach durchrennen, gut. Ich habe keine Ahnung, ob das weit genug reicht. Das ist ein Problem. Ja, okay, mit dem Typen kann ich das nicht machen. Na! Ich steppe jetzt noch. Nix, ich soll schon kommen. Ich weiß, ich könnte die andere Cent spielen. Okay, das geht doch so. Gut. Will ich noch. Oh, das war sogar knapp. Wunderschöne Soundkulisse. Das geht, total. Meeresschild, das ist sehr praktisch für den Dungeon, wenn ich schon mal als Erwachsenen potenzieren hin muss. Oh, es geht auch. Praktisch. Nein.
Ich hab so viel rumgeguckt und dann einfach für nichts, ey. Oder so viel rumprobiert mit der. Mit der Empfindlichkeit für nichts, ey. Saug doch. Oh. Das ist jetzt schon gerade ein bisschen sehr nervig. Na gut. Was will man machen? Ja, du darfst da ran. So, dann wechseln wir mal das Lied. Das waren jetzt ungefähr 15 Minuten. So ein bisschen laut. Das klingt gut. Bolero Fire, ich hab immer noch keine Ocarina. Schlecht. Guck mal, Travis. Oh mein Gott. Danke. Oh, die andere Truhe, die angezeigt hat, warum? Magic! Oh, geil! Ah, hier. Oh, jetzt geht's aber richtig los hier. Und die dicken Rubine. Oh, das ist praktisch. Oder? Was hatte ich da nochmal alles? Das kann ich ja kurz nachschauen. Du Feier. Falls ich das brauche. So was tun wir. Ocarina. Oh ja, jetzt kommt hier alles zusammen. Aber ich kann auch ein paar mehr Checks machen, glaube ich. Glaube ich. Oh. Ach stimmt, das kann ich danach auch irgendwann zeigen. Das wird irgendwann funktionieren. Das macht dann zurück, die gehören so viel Bauch angenehmer. Und ein Driver's Piece. Ey, richtig gut. Ich will es so.
weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Gar nicht wahrscheinlich. Oh, warte, ich hatte doch meinen Tracker, den habe ich jetzt gar nicht hier bereit. Das ist ja furchtbar. Hier, komm mal her. Jetzt hält mir gar nichts mehr an. Seltsamerweise. Und den habe ich übersehen. Nein, doch nicht. Das sind nur die drei. Oh mein Gott, das reicht deswegen einen Blocksatz nicht. Ich glaube es ja nicht. Ich hab noch zu früh losgelassen. Hätte ein bisschen schneller gehen können. Warum zeigt er die Ton nicht an? Das verstehe ich nicht. Ich habe keine Ton, keine Schlüssel mehr, aber ich habe den auch benutzt. Ist die Selfie nicht angeschaltet? Sanity, ja. Scriptschlüssel, was ich bin. Oh. Dungeon Shuffle ist wahrscheinlich nicht aktiv. Ist aber scheiße. Oh. Das ist schlecht. Deswegen wird das alles auch nicht logisch angezeigt. Oh, ist aber kacke. Na gut. Ja, das ist sehr ungünstig. Da brauchst du dann einen anderen Checker scheinbar. Die Sache ist halt, dass er mir, dass er die Sachen trotzdem ist entfernt checkt, sobald ich sie eingesammelt habe. Aber das heißt, es ist ein dumm, weil er mir halt nicht die Checks anzeigt. Stimmt, jetzt mal jetzt auf Wobbeltacke. Nein! Ich kann ihn da nicht spenden. Spirit is Monkey. Oder zumindest die Child. Seite kann ich nicht spenden. Smokey! Oh! Nein! Ich hab Angst! Träume und Hoffnungen! Gut. Aber ich habe jetzt halt auch die Ocarina und so, das ist extrem gut. Ist aber scheiße, dass du es nicht machen kannst. Ist aber kacke. Kann man echt nichts ändern? Oh, das. Oh, wieso hat der kein Dungeon-Shuffle? Nein. Halt, ich bin im Dungeon drinne. Akzeptier's doch einfach. Oh mein Gott. Na gut.
So, wo war das jeweils? Einmal kopieren, einmal Hyrule. Das Hyrule finden wir jetzt gerade ein bisschen relevanter wegen Ocarina. Gegen Zoroatrum ist ja schon nichts. Ich warte schon mal, konnte ich mir das jetzt als Kind kaufen oder nicht? Ich weiß nicht. Ich habe hier irgendwelche Dinge bei den Shops noch offen gelassen für den Erwachsenen. Aber ich habe es mir scheinbar nicht notiert. Samsung benutzen. Also mal gucken, wie sehr das mal zum Tragen kommen wird, aber hey. Immerhin. So. Nicht du. Ein bisschen Krankheit müssen brauchen. So, jetzt nehme ich jetzt mal. Ist das ein Upgrade in dem Fall dann? Ne, einfach generell. Na gut. Dann Potion Shop. Yes. Oh, da war auch noch ein Lied. Das habe ich auch geschrieben, Sonado. What the fuck? So, jetzt komme ich denken so: Oh nein, dein Rubine! Tja, ha, da habe ich aber was vorbereitet, sage ich euch. Ich habe jetzt die 95 Rubinchen. Gehen wir mal kurz hier hin. Und machen da was rein. Und oh mein Gott, ich habe Rubine. Ja, ich habe rausgefunden, wie ich meine Rubine hochsetzen kann. Bis nach dem Kram kann ich immer mitnehmen, aber warum nicht? Wieso kann ich mir eine Milliarde Bombschuss holen? Habe ich schon 50? Oh damn! Dass es andere Leute gibt, die sagen, hey, das Routing von Items ist viel besser, aber nicht meins. Ah ja, so. Gucken, ob der Nachtshop noch was hat. Ja klar, den Bogen, das hätte ich nicht so das Minispiel machen können, glaube ich. Gut. Alles klärchen. Dann schauen wir mal kurz. Weil die Warp-Songs bringen mich auch zu irgendwelchen unbekannten Gebieten hin, das weiß ich. Ich habe Song of Time, ich habe Sun-Song, ich habe Wonder-Song, ich habe Zelda's Lullaby vor allem. Das heißt, es gibt mir Zugang, also auch als Erwachsener Zugang zur Sora-Domain. Zeige ich mir kurz das Kopierding. Was das heißt? Deku ist to Dongo. Ich kann zum Deku. Ich kann aber nicht alles machen, weil ich nicht die Schleuder habe. Ich glaube, ich habe nur so weit gemacht, wie es ging. Feuer ist gute Training Grounds. Da muss ich erst die Themen ein bisschen verschieben.
Gut, Guru Training. Dann habe ich 2 Schlüssel. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Jetzt war ein sehr leichter Trick, dass man sich da so ziemlich alles an Schlüsseln sparen kann, aber sowas machen wir hier nicht. Okay, muss ich das wirklich als Erwachsener wieder holen? Aber habe ich? Ah ne, habe ich es nicht. Brauche ich nochmal Blue Fire? Soll ich in der Ice Cavern? Dann machen wir das mal. So, schon mal wegen dem Dongo. Ob ich da schon Dinge soweit gemacht habe oder nicht. Ich glaube, ich bin damit nur Bombschuss hingegangen. Kann das sein? Ja, aber ich kann nicht weiter wegen dem Raum, der... Ah, als Erwachsener. Stimmt, als Erwachsener kann ich machen. Das wird hier dann auch als... Das ist alles so seltsam. Was haben wir denn teleportet hier wegen Death Mountain Crater? Nein, nein, nicht das. Soft Reset. Oh. Moment. So, Hard Reset. What? Oh, aber das ist praktisch. Klar, die Checks machen sich jetzt auch auf. Nicht alle, aber der Großteil, ja. Okay. Oh! Das ist natürlich super in Logik. Natürlich. Der Schlüssel wird mir auch nicht mehr angezeigt, weil uns der habe ich schon gemacht. Aber ja klar, praktisch. Den hat er vergessen jetzt, ja. Jetzt also bei macht sich ja einiges auf. Okay, well. Maximal Wallet war hinter der 500er Wallet gelockt. Das geht natürlich auch. Ah, jetzt kann ich auf dem Friedhof mir die Kamera angucken. Hard Piece Grave Chest. Das geht immer noch nicht. Also muss das ja mit irgendwas gehen. Aber da wird mir schon Erwachsene angezeigt. Harpy's Grave Chest. Nee, never mind. Das ist eins der Gräber. Scheinbar. Ach ja, war bei Nacht wahrscheinlich. Muss mal schauen. Irgendein Grab hat scheinbar hier noch einen gedrängt. Grave Chest. Ich hatte schon bezahlt, oder? Da du nicht mehr hier bist, ja. Hatte ich 2 Gräber? Das habe ich doch schon gemacht, ja. Und dahinter sind ja nur Feen. Verwirrung ist grenzenlos. Hard Piece Grave Chest. Das muss ich jetzt mal hier nachschauen. Was verpasse ich hier? Hard
Abilities. Brave Chest. Graveyard Hulk, Pierce of Boomerang. Dr. Stone, aber ist doch die Ledge? Was ist dann die Ledge? Verstehe ich nicht. Was ist dann die Ledge? Ledge Piece of Heart, muss doch so eine sein. Aber Heart Piece wird jetzt das hier bezeichnet. Was ist dann die Ledge? Hä? Ledge Piece of Heart. Ledge Piece of Heart. Was soll das denn sein? Leute, Cuckoo Pen, also etwas. Aber es ergibt keinen Sinn. Warte. Boom. Kacke will ich both links. Boomerang Hookshot. Use the boomerang hookshot to fly up to the ledge. Contain the heart piece in the windmill. So, oh mein Gott, warum wird das dann hier angezeigt? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Moment. Also das hier wird... Aber... Nee. Das ist doch dann... Hä? Ja, das ist jetzt wieder was anderes. Song from Windmill. Ja. Song from Chic. Das in der Windmill wird nicht angezeigt. Also überhaupt nicht auf dem Tracker. What? Moment. Also ich weiß, dass das geht. Du bist gar nicht mehr hier. Weil ich dich schon eingesammelt habe. What? Ich muss dann mal hier den Ersteller fragen, was zum was sein soll. Ledge Piece of Heart, Heart Piece Grave Chest. Ist das im Turm? Das ist das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann. Ich werde es einfach mal testen. Und wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Das ist der Tracker. Nein. Das alles dann auch nicht, das kann ich mal nicht hinterher rum den Check holen. Ich kann zumindest die Tür aufmachen. Ja.
Oh, ist das dein Ernst? Wieso hältst du jetzt gerade eine Jahre aus? Was zum Geier? Keine Chance, what? Whose Grave Chest? Das ergibt hinten vorne keinen Sinn. Ich habe keine Feuerpfeile, ich habe Eispfeile. Ich weiß, dass es auch irgendwie ohne geht. Oder extrem knapp geht. Ich darf es nochmal testen. Das ist ein ganz toller Gegner. Ja, oder auch nicht. Okay, ich verstehe es nicht. Eigentlich sollte es doch möglich sein. Scheinbar nicht. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Oh, Spaß. Hä? Fangen wir den Discord. Weil ich habe keine Idee, was der Tracker hier von mir will, ganz ehrlich. Ansonsten wechsle ich jetzt mal den Track. So viel anders klingt das jetzt auch wieder nicht. Aber gut. War schon irgendwas mit Zeldas Wiegenlied offen. Die große Fee. Bei Jabu und so. Ich hab keine Ahnung, was hat, wie es sowieso sein soll, ganz ehrlich. Darunter kann ich die Tür aufmachen, aber das ist mir absolut wumpe. Da gibt's nichts. Telefone sieht, das ist mir ziemlich wurscht. Weil ich glaube, das Reiten habe ich nicht. Oh, es geht nicht, okay. Ah, hier kann ich mir jetzt ein paar Checks holen. Nicht alle.
Und das war's, weil ich habe vier Songs. Song Storms fehlt mir noch und Saria Song. Ich möchte jetzt nicht wissen, dass sie aber schon ist. Scheiße. What? Aber wieso nicht? Ah ja klar, nee, doch. Aber dieses Geld habe ich scheinbar später gefunden. Ich habe total vergessen, scheinbar hier reinzugehen. What? Aber warum? Ich habe doch dieses Geld. Sache. Oder? Nee, jetzt habe ich alles schon gemacht. Wieso habe ich mir nicht Yabo notiert? Habe ich ihn komplett gemacht oder was? Meine Verwirrung ist grenzenlos. Halt, Edward, ja, ja, schon klar. Jetzt habe ich mir nicht Yabo aufgeschrieben. Oh, weil Yabo war Vanilla oder was? Naruto ist ja hier, also habe ich Yabo schon abgeschossen. Ah, okay, das, ich muss das schon mal aufschreiben, dass ich im Intro weiß, ja, ich war da schon drin. Yabo ist gleich. Ja, da steht ja auch, nein. Wieso zeigst du mir nicht... Ja doch, jetzt sein. Ja, laufen. Und als Adult gibt's ein bisschen was. Bottom Piece of Halt. Das gute Green Cave. Night. Mann, ey. Nur weil ich einen Stick habe. Nein, das ist Spirit Temple Key. Ah, mein Gott, wir haben es leicht zu erreichen. Cave, Night. Ah, Hidden Cave ist aber auch erwachsen, oder nicht? Ja. Gut, Das Rubai kann ich jetzt nicht mehr wirklich was machen. Ich kann aber... Spirit Temple kann ich die... Schallseite abschließen. No, ist wohl... Warte, hat er jetzt erst... Nee, die habe ich ja schon geholt. Weil ich noch nicht ein Spiel geladen habe. Wieso ist jetzt Gravity Fountain? Na nee, Death Mountain Crater, ich bin einfach doof. Das soll vorkommen, hab ich gehört. Hm, Moment. Ich öffne einfach mal die Seite bei Andorunia, oder warum nicht? Kann ich mal kurz den Shop anschauen, ob es da irgendwas gibt oder nicht? Oder warum nicht? Hab ich den Top schon gemacht? Ich glaube nicht. Hot Piece of Art, ja. Scrub Grotto. Ah ja, das, das ist mein Top Shot. Oder Long Shot. So hard. What? Oh my God, what the fuck, ey?
Ah, okay. Muss das im richtigen Gesicht landen. Big Bomb Bag, yay! Noch mehr Bomben. Also quasi plus minus null. Shop Sanity und sowas ist voll gemischt. Das habe ich alles scheinbar nicht markiert. Oder er hat die wieder zurückgebracht. Warum auch immer, weil ich sie nicht gekauft habe. Wer weiß. So, dann nochmal durch hier. Jetzt zeigt er einen Silver Gauntlet Chest, Young Link. Warum zeigt er den Check jetzt an? Der Silver Gauntlet. Ja, doch, das passt, was wir gefolgt sind. Und bei der Wand packt er die Ohren nicht weg. Ich frag mich warum. Ah, okay. Na! What? Hallo? Danke. Oh, das hat gar nichts gemacht. Cool. Wieso hält dieser Stick jetzt für eine Ewigkeit? Warum hat das im Grab nicht geklappt? Ist es doch, weil man dann den Raum angeblich wechselt? Das ist sehr seltsam, aber gut. Nee, schlecht, Axel. So. So, es war Zeit für den letzten Check hier. Ah, dann lande ich doch jetzt direkt im. Ja. Quasi Teleport. Und ich kann sehen, was Kolossus ist. Driver's Peace, nice. Da kann man sich hinglitschen, aber das ist nicht erdacht. Nein! Ich hab die Spinnen nicht mehr, die wird's hier irgendwo geben. Oh, da ist ein Driver's Priest. Oh, da ist ein Driver's Priest, wie gerne ich dich doch hätte. Oh, hier muss doch irgendwo Käfer geben. Na gut, du musst jetzt mir die anderen Sachen. Ungünstig.
Oh, okay. Spirit ist durch Bomben auf Bombe. Das kann sogar mit. Das kann sogar nur mit Schalt machen. Ah, okay. Ich hab die große Fee bei Harrow vergessen, weil ich da sowieso hingehe, um wieder zu wechseln. Ah! Na gut. Soft Server Entrance. Ah! Gibt's hier irgendwo Käfer? Ich weiß es nicht. Weil es eine Scooter gibt, wo man einfach so. Stick-Sensitivität kann ich das nicht machen. So. Irgendwo konnte man hochlaufen. Ich weiß auch nicht mehr wie. Ah, nee, ich glaube, bei dem hier war das. Aber ist mir so wurscht, das ist sowieso nicht legit. Gab's hier nur so Käfer? Ah. Ja, das saugt ja. Mir ist doch den ganzen Weg durch, um wieder herzukommen. Also manchmal gleich braucht nur so weit wie ich kann. Schüsse überhaupt. Drei, ist das nicht quasi alles? Wieso wird mir hier fast nichts angezeigt? Weil ich auch wieder Weiden habe oder was? Oh mein Gott, okay, danke. Oh. Wieder gab es irgendwo einen Hinweis mit, ist foolish und so. Ich weiß, dass ich mich in den Raum reinziehen kann. Vielleicht sollte ich einen Schlüssel safe scammer. Aber nee, ich möchte ungern mein Schild verlieren. Den Weg nicht mehr. Nein. Ist ja alles foolish, aber auch der Word foolish choice. Ja, danke.
Ich bin ein anderes Musikstück. Ja, okay. Aber sonst gibt's gar nichts, okay. Wie war das nochmal? Okay. Magst du die Truhe? Danke. Nee, ich setze noch ein Safe City. Dummer Scheiß. Oh, durch den ganzen Weg. Woo! Gut, ihr seid der Dungeon. So dumm, ey. Hey, du versagst, du musst extra Zeit hinlegen. Willst du in dieses Scheißloch gehen?
Und da geht noch respawn, yeah. Hättest du die gute. Okay. So, safe. Wo kann ich hin? Ich stehe. Oh. Jetzt muss ich dieses X machen quasi. Nicht. Irgendwie so prima Daumen. Ah. Was? Shit. Ey. Danke. Kannst du mir jetzt schon nächsten Scooter Reward holen? Ey. Nice. Bis jetzt sind es gar nur 18 Stück, dann brauchst du das mit den der Belohnung. Okay. Wir haben einfach alles hier unten gekriegt. Holy shit. Nice. Sowas mögen wir doch. Ist auch geil. So, hey, lass dich richtig, wenn du ins richtige Dingens fällst, wo nicht alles scheiße ist, kriegst du ein paar Rubine und das war's. Auch richtig praktisch, Mann. Upsa. Okay. Oh, du fährst direkt mit London. Nix. Quasi am Rand. Verschlüssel! Shadow Temple.
quasi am Rand. Ich in der Mitte. Oh, die Eiskaffee. Das hat jetzt so kaufen sogar gelohnt. Direkt eins mehr. Nice. Ah. Schade, vorne habe ich den Input hinbekommen. Na gut. So, was Zeit. Irgendwie kann man davon abhalten, dass er abhaut, das weiß ich. Okay. Okay, was hier? Exclusive Tokens. Okay, also war Bottomway quasi, ja, foolish. Ich habe eine Flasche bekommen, passt gut zu der Tokens, aber das ist absolut nichts. Ah, stimmt, soll ich mal schauen. Under Rock next to Fairy Fountain. Schalt only. Ey. Praktisch, praktisch. Schalt only. Rock next to Fairy Fountain. Oh. What? Ist mit Fairy Fountain eventuell was anderes gemeint? In dieser Kurse soll es was geben. Die darfst du auf. Desecrus is under rock near Oasis. Under rock near Oasis. Jetzt der Mensch jetzt nur als Erwachsener, das ist ja scheiße. What?
Okay, also muss ich dann hier so zweimal hindümpeln. Sogar mehrmals. Ah, Moment. Aha, ich habe eine viel bessere Idee. Okay, sowas bin ich doch vorbereitet hier. So. Was? Wieso hat das nicht geklappt? What? Oh, ich bin doof. Wieso? What? Aber ihr habt doch vorhin funktioniert! Oh, einfach doof scheinbar. Und das hier? Ich verstehe es nicht. Okay, also manche Codes funktionieren jetzt so, andere gar nicht. So. Wieso gibt's überhaupt nicht diese komischen Steine, die es hier geben soll? What the fuck? Ist doch scheiße. Also muss ich mal Käfer behalten oder was? So. 1D. Ja. Kann das jetzt funktionieren? Okay, jetzt. Okay, also war das davor einfach nur für den Arsch. Wie, keine Ahnung. Schön. So schwer war das doch nicht, mein Gott. Ich liebe die Technik, der Dios.
Oh. Oh, das hat ja richtig gelohnt. Nee, nicht ganz. Ich komme nur zwar halt raus. Aber nicht wirklich rein. Da oben ist eins. Jetzt ist richtig scheiße da mit den Beanbags. Ich möchte die alle pflanzen gehen. Immer ein harter Race, damit du kannst auch was machen, wer weiß. Was kann ich tun? Adult. Kram kann ich tun. Die Grafik hier sind aber hübsch. Eigentlich soll ich es helfen zu erkennen, aber es geht hier einfach mal gerade kein Stück. Okay, ich könnte jetzt versuchen zu try and error, aber das bringt ja auch nichts. Gut. Oh, ich weiß nicht, wie die Tree-Loot geht. Generell könnte ich die alle mal checken. Hallo? Danke. Das ist der von Crater. Warum bist du so Vanilla? Ich hatte auch gesagt, also es ist nicht halt auf der Map, ja. Oh, das ist natürlich praktisch, den hätte ich mal vorher so gebrauchen können. Gut, wenn ich jetzt schon mal hier bin, bevor ich es vergesse. Magst du? Oh, ich hab keinen Schild mehr. Was kostet? Mich. Oh ja, das ist Vanilla Graveyard. Hab ich halt nicht stehen. Aber ich kann das sicherlich machen. Okay, hat nicht funktioniert. Man kann dafür sorgen, dass ein Tier entladen wird, aber
Ich weiß nicht genau, Setup nicht. Ist mir jetzt auch gerade scheißegal. Wäre sowieso absolut nicht in Logik, weil das ist ein Glitch. Aha. Damit das mich auch dahin bringt, das wäre ja irgendwie ein bisschen sehr lame. Orange City. Oh. Hi, Dad. Okay. Dann. Hi, Link. Alles gut? Das schon mal, macht schon mal Hit-Bewegung angenehmer. So. Mit Öl. Ne, kann ich nicht. Ich kann nicht nur Training gehen, aber das kann ich auch jetzt erwachsen machen. Ich glaube, es ist sogar regulär, dass man das erwachsen macht. Als Child kannst du leichter glitchen, mit, weiß ich. Aber Erwachsener hat dafür halt Hookshot und Gebets. So ein bisschen machen wir noch. Wir sind die Tracks hier dezent angenehmer. Bisher. Ja, okay. Jetzt hat er die ganzen Young-Link-Sachen, Mann. Das ist alles push. Upsa. Gut, jetzt habe ich nicht mehr den Stein, aber beziehungsweise den Forest-Check, aber. Gut. Oh, wie geht die. Ne, ich kann die Clips überhaupt nicht machen. Ich glaube, die stehen ins Feuer. Und dann, ich glaube, ich habe gar keiner. Nö. Was muss ich denn jetzt machen? Dungeon Dipping eigentlich. Ich habe die Ocarina. Ich habe keine Feuerpfeile. Ich habe auch keine Eisenstiefel. Also, ich habe Hoverboots. Das heißt, Schatten Trample kann ich machen, theoretisch. Ich glaube, Sepuno Race habe ich abgespielt. Ich kann den ganzen Yoru-Teil machen. Ich kann nicht mehr reden vor allem. Ich kann nur Dongo's Keller machen. Was hat der Dongo? Nee, Dongo's Spirit, das will ich gar nicht. Deku. What? Da kann ich aber als Erwachsener nicht rein. Nein! Dungeon Shuffle ruiniert jetzt mir. Dungo Spirit, GDG Shell, Feuers, GTG. Dann ist mir noch Gerudo Training Ground. Also werden die Checks ein bisschen knapper. Ich kann schon was zum Feuer, Forest Temple, Gedöns, Dinners, theoretisch so. Ein Hammer? Ich kann die Sachen Gerudo checken, bevor ich das mache. Meine Tür ist zumindest offen. Zora Tunic gab es bei Kokiris. Kann ich schon später holen. Jetzt erstmal. Oh, der goldene Schwing. Der goldene Schwing. Oh. Hatte ich deinen Check schon? Ist not you open bottles. Jetzt muss ich das erstmal wieder finden. Ah. Okay, jetzt setzt die Tunnel voraus.
Unit. Okay. Das kann auch mich wohl interessanterweise hinführen. Soft Soil Near Wallet. Oh. Nein, das ist Near Wallet. Wo? Aber da steht nicht, dass es nur als Young Link ist. Das Spiel spricht für mich wieder in Rätseln. Das Young Link sein, keine Ahnung. GDG. Auf Yates. Ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt machen kann, wenn ich immer so ehrlich sein darf. Ah ja klar, ich kann damit nicht sinken. Verformen. Da kann man so richtig die Offensive gehen. Richtig geil. Gefällt. Aber gut, praktisch. Ah, erstes Strength Upgrade. Das bringt mir einen Scheiß, aber hey. Irgendwas. Ein US. Wie das überhaupt? Mit der Sache. Aber ich habe nicht die nötige Stärke, um das zu schieben. Ich glaube, das braucht selber Gauntlets. Ja. Das ist dann die Fake-Tür. Sonst hat das hier nichts. Chest, ist der Tür, Hammer, Room, Clear Chest, Ace Right, Central Chest, Maze, Lava Room.
keine Ahnung, was das alles ist. Ich kenne die Checks nicht und jetzt keine KT, so wie ich das richtig sehe. Das ist wahrscheinlich so ein Zweck der ganzen Übung. Oh Mann, ist der Gott. Hier besser. Ah, jetzt auch eine Natur. Ups. Dann schauen wir mal. Nicht genug Schüsse. Ich weiß, dass man das glitchen kann von als Jan Link einfach mit Bombenschuhen in der Luft, dann kommst du durch. Aber sowas machen wir ja nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ob ich den Herz nicht ran darf, ey. Mies. Ah, oh, praktisch. Ich meine, das hilft mir nichts, dann als Check quasi, aber... frische Heilung? Ich kann da schon nee sagen. Das ist nicht logisch. Ah, oh, ja, es hat sich voll gelohnt hier. Ich sag's aber, ich kann den Raum nicht machen, ne? Aber ich kann zumindest die Tür öffnen. Noch eine Truhe. Aber den Schalter kann ich halt nicht machen. Weil ich keinen Hammer habe. Das, die Eisfalle wäre nicht logisch gewesen. Oh nein! Okay. Kann ich mir zwei Skulltees abholen? Oh, die Tür geht nicht auf. Oh. Kein Hammer, der zaubt. Ist aber nicht so der Hammer. Das kann ja nur Sarias sein. Oh. Ich meine, es macht effektiv. Klar, ich komme zu Forest Temple eingang noch gar nicht hin, weil ich nicht Sarias habe. Können wir dann so nebenher ein. Weiß gar nicht, wie ich das jeweils machen muss, um da hinzukommen. Ich hab Song of Time. Yep.
Ja gut. Kann ich auch nichts machen. Hervorragend. Ich kann scheinbar im Maze 4 Sachen machen. Der rechten Seite kann ich scheinbar alles machen. Da soll ich rechts Türen aufmachen. Oh, das ist das, was mich zu Saria führt. Okay, gut, das war die auf jeden Fall richtige Entscheidung. Sonst hätte ich mir jetzt gerade. Also, wahrscheinlich nicht verbauen, weil ich noch anderweitig an Checks und sowas rankomme. Aber. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Heißt der Dude Chest? Ich weiß nicht, welche das sein soll. Ah, hey, Lichtpfeiler. Statue Chest. Was ist Ice Statue Chest? Ich weiß es von einer Statue, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ja, das ist der Roman. Wie soll ich da hin? Wie soll ich da hin? Ich bin wieder mal reingefallen. Jedes Mal vergesse ich's. Jedes verdammte Mal. Schon langsam nicht mehr lustig. But that's me. Der Typ, der da immer wieder drauf reinfällt. Das hilft mir zwar jetzt auch dahingehend nicht, aber hey, ich kann die oben raushauen. Mann, wie ich gerne jetzt meine andere Sensitivity hätte. Ey, ist so dumm.
Mann, ist doch für'n Arsch, Alter! Die Sense, die ich gerne hätte, kann ich jetzt voll verhaken, aber hey, eventuell funktioniert es damit besser. Ganz toll ist das, ey. Ganz, ganz große Klasse. Primitives Werkzeug. Sensitivität höher drehen. Ach, ich könnte es doch nur um 10% hochdrehen. So dumm. So dumm. Oh. Oh mein Gott. Au, oh, das war sogar gar nicht mal so schlecht. Hey. Komisch, dass er mir das nicht angezeigt hat. Ah. So ist die Frage, wo ich jetzt hingehe. Halt, Saria Song schreit eigentlich nach Forest, auch wenn ich andere Dungeons offen habe. Forest könnte man wieder Forest sein. Forest! Dann gehen wir mal hin. Hab ja eine direkte Abkürzung dahin und können wir noch gleich dann aus dem Shop. Was mitnehmen. Oh, jetzt habe ich beides nicht. Ah, klar, Ocarina. Ja, muss ich später machen. Ah, halt, stopp. Thank you.
hätte viel früher Magie reinkommen können. Aber es wäre nicht vorbei, es ist doch noch weg. Aber nee, ich wäre nicht vorbei. Doch, es scheitert, hätte ich das machen können. Ups. Spiel Spaß. Okay. Okay, einfach generell haben sie da ein Schild. Gut. Nicht ganz richtig. Forest Vanilla. Was ist Fire Temple? Moment, da fällt mir rein. Da ist die Scooty. Das könnte ich sogar eigentlich sollen. Ist da mal Forest ist Fire. So. Denken wir jetzt nicht in den Feuer-Dungeon, auch wenn ich nicht Hammer habe. Aber ein paar Checks sollte das aufmachen, also sollte ich sowieso machen können. Was welchen Boss habe ich für. Worte und Shadow. Vielleicht habe ich drei kleine Schlüssel. Das soll mir aber dann hier jetzt auch erstmal reichen. Wie mal Fortschritt, wieder mal Dinge gelernt. Der Tracker, das ist schon wieder seltsam. Manche der Checks erschließen sie mich mir namenstechnisch so gar nicht. Auch gar nicht mal so viele Teufelsbriefe bekommen. Ist immer noch die Frage, yo, habe ich überschüssig welche oder sind das genau 18? Weil wenn es genau 18 sind, dann... Aber gut. Das war dazu. Vielen Dank fürs Zuglutschen. Wir hören und schauen uns beim nächsten Mal. Wann nochmal das sein wird und was auch immer das sein wird. Bis dahin und ciao.